Ein zentrales Abitur innerhalb der Bundesländer ist schon mal ganz wesentlich. Das hatten wir Anfang des Jahrtausends noch nicht. Da gab es nur 7 Länder in ganz Deutschland, die ein Zentralabitur überhaupt angeboten haben. Das ist für die Vergleichbarkeit extrem wichtig und es ist auch für die Mobilität, die dann später im Arbeitsleben stattfindet, extrem wichtig. Deswegen würde ich sagen, ja, an der Stelle, wir brauchen nicht nur gemeinsame Bildungsstandards, vielleicht auch sogar irgendwann mal gemeinsame Klassenarbeiten. Aber das muss die Kultusministerkonferenz miteinander vereinbaren und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass sie ab 2017 einen Aufgabenpool für alle Bundesländer zur Verfügung stellt und damit natürlich auch einhergeht, dass überall zum Schluss das Gleiche gelehrt werden muss. Nicht unbedingt gleich, aber das, was zum Schluss rauskommt, das muss vergleichbar und gleich sein.